Anfangs können Patienten mit Diabetes Typ 2 ihre Erkrankung mit gesunder Ernährung, Bewegung und Tabletten behandeln. Doch im Verlauf der Krankheit lässt sich der Stoffwechsel häufig nur noch kontrollieren, wenn Insulin zugeführt wird. Das Hormon hilft dabei, Zucker aus dem Blut in die Zellen des Fettgewebes und der Muskulatur zu pumpen. Insulin wirkt also körperaufbauend, macht grundsätzlich jedoch nicht dick. Bei Typ-2-Diabetikern ist es allerdings normal, dass sie 2 bis 7 Kilogramm zunehmen, wenn sie anfangen, Insulin zu spritzen. Denn unbehandelt schwemmt der Körper über den Urin Zucker aus. Da Diabetespatienten zudem generell mehr trinken und mehr Wasser lassen, wird so eine bestimmte Kalorienmenge stetig aus dem Körper befördert. Dieser Effekt geht verloren, sobald man den Diabetes mittels Insulin einstellt. Spritzen sich Patienten zu viel Insulin, kann außerdem eine leichte Unterzuckerung entstehen, die den Appetit anregt, wodurch Betroffene mehr essen. Um die Gewichtszunahme zu vermeiden, sollte man mit einem Ernährungsberater und seinem Arzt sprechen. Es kann einen großen Einfluss auf das Gewicht haben, welches Insulin man wie oft und wann spritzt.